Didier Defago. Fantastische Trainingsergebnisse gehabt hier. Ende Oktober ist er Vater geworden. Er sagt, die drei Frauen, die zwei Frauen, die ich zu Hause habe, die machen mich ruhiger, die machen mich ausgeglichener. Hier hat er offensichtlich zu viel an die Tochter gedacht. Ist er zu tief gewesen? Sofort ist eine halbe Sekunde weg für Defago. Gerade in einer Passage, die er im Training ausgezeichnet gefahren hat. Leiten kann er. Von jeher bekannt. Hat aufgeholt. Rechtschwung in den Lärchenschuss hinein. Gut erwischt. Vor Kitzbühel. Noch nie in einem Abfahrtstraining in dieser Saison unter den besten drei gewesen. Hier dann gleich zweimal. Feinfühlig versucht er den Ski zu setzen da. Enger als alle anderen zuvor. Nur eine halbe Sekunde Rückstand. Ist doch alles drin. Da ist er ganz kurz weggerutscht am Skiende. Da hat sie noch einmal den Ski verschlagen. Vielleicht bricht es da auch schon ein bisschen, was die Piste betrifft. Gerade an dieser Stelle. Hat es aber gut gelöst, den Ski nicht so lange hingehalten. Wo sind die Schweizer Anführungsrufe? Starker Vortrag von Didier Defago. Schalber, Meyer, Defago. Das österreichische Führungstrio ist nur mehr ein Duo. Und Schalber 34 Hundertstel Sekunden vor Meyer. Der wiederum eine Zehntel vor Defago, der alle Möglichkeiten hier in diesem Rechtschwung vergattert.